Ja, dann begrüße ich Sie alle zu diesem Vortrag, zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir leben ja in einer Zeit unglaublich großer Freiheit, zumindest für unser Eins in Mitteleuropa. Ja, viel, viel politische Freiheit, persönliche Freiheit, Meinungsfreiheit, jetzt haben wir auch schon Geschlechterfreiheit, also ziemlich viel Freiheit. Aber auch ein Gefühl von Einsamkeit, Verlorensein, Desorientierung. Vielen Menschen fehlt Geborgenheit, Zugehörigkeit und viele verzweifeln daran oder sind einfach sehr blockiert in ihrem Leben, weil sie zu wenig Halt haben. Ja, und ich versuche jetzt das Thema immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, natürlich auch immer, was kann der Buddhismus uns da an Hilfe bieten. Und eine große Hilfe, die der Buddhismus uns bieten kann, ist hinzugucken. Es gibt viele Methoden im Buddhismus, die uns helfen, erstmal uns zu beruhigen, ein bisschen runterzukommen. Und wenn wir uns ein bisschen beruhigt haben, dann können wir hingucken. Was ist mit mir los? Wie geht's mir? Was ist mir wichtig? Was ist da? Das ist auch eine ziemlich wichtige Geschichte. Was fehlt? Wir haben ja leider, aber das scheint so biologisch programmiert zu sein, man gewöhnt sich unglaublich schnell an einen bestimmten Lebensstandard. Die Älteren unter uns wissen das sehr genau. Wir sind alle, also vermutlich alle, nicht besonders reich aufgewachsen. In den 50er Jahren hat man halt gespart mit allem Möglichen, ja, aber man hat trotzdem genug zu essen gehabt, man hatte Kleidung, man hatte ein Dach über dem Kopf, man durfte in die Schule gehen, also es war vieles da. Und dann ging es plötzlich immer besser und der Lebensstandard stieg und stieg und stieg. Und natürlich ist es alles selbstverständlich, ja. Aber ans Leiden gewöhnt man sich nicht so sehr. Das heißt, an das Gefühl der Desorientierung oder des sich nicht geborgen Fühlens, da gewöhnt man sich nicht so schnell. Das ist einfach immer schlimm. Also Schmerzen sind schlimm, Traurigkeit ist schlimm, Verlorenheit ist schlimm, aber Angenehmes ist normal, ist selbstverständlich, geht doch allen so. Ja? Und da bietet uns der Buddhismus durchaus eine Möglichkeit, indem er sagt, guck mal auf das, was da ist. In der tibetischen Tradition nennt man das Nachdenken über die Reichtümer des Lebens. Was hast du alles? Ich meine, wir brauchen uns nur in der Wohnung mal hinzusetzen und zu gucken. Ja, da gibt es also ein Dach über dem Kopf und Möbel und Betten und Kleidung und Bücher und elektronische Geräte und was weiß ich was alles, ja. Nahrungsmittel im Überfluss, ganz viel ist da. Und da mal hinzugucken, was ist alles da? Was klappt alles in meinem Leben, kann auch relativ schnell zu einem Gefühl von Verbundenheit mit anderen Menschen führen, weil man natürlich weiß, das habe ich alles nicht selber gemacht. Also kaum was in meiner Wohnung habe ich selber gemacht. Ja, das meiste habe ich mir gekauft und andere Leute haben das hergestellt. Und ich lese sehr gerne. Ich bin unendlich dankbar, dass so viele Leute ihre Gedanken aufgeschrieben haben und dass andere Leute da wieder Bücher draus gemacht haben. Und die zum Teil, obwohl die Leute schon 100 oder manche sind schon mehrere 100 Jahre tot, trotzdem immer wieder die Bücher auflegen. Also immer wieder, guck hin, was da ist. Und dann eine sehr intelligente Art der Meditation, guck mal auf die Probleme, die du nicht hast. Und da braucht man sich ja nur im Bekanntenkreis mal umzugucken. Da gibt es ja einige Leute, die Probleme haben, Nachbarschaft, aber die Probleme haben wir nicht. Und das kann schon mal zu einer anderen Haltung dem eigenen Leben gegenüber führen, selbst wenn man sich ein bisschen verloren fühlt. Ja? Es gibt Leute, die haben mehr Probleme als ich oder andere Probleme als ich. Jetzt aber zu dem Zusammenspiel von Freiheit und Geborgenheit oder Halt. Meine erste These ist, wir sind primär soziale Wesen. Es gibt so politische Theorien, dass lauter Individuen sich freiwillig zusammenschließen zu einem Staat oder zu einer Gemeinde oder sowas. Aber ich meine, niemand ist alleine aufgewachsen. Ja, also ich meine, wir Menschen sind gar nicht überlebensfähig, wenn wir geboren werden. Wir brauchen
Eltern oder Menschen, die die Elternrolle spielen. Also wir sind alle zuerst und zunächst und vor allem soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen wie die Luft zum Atmen. Und wenn diese soziale Geborgenheit einigermaßen funktioniert, haben wir die Chance, zu Individuen zu werden, zu eigenständigen Menschen zu werden, die weiterhin angewiesen sind auf andere Menschen. Und es braucht jetzt nicht nur, das kann man auch wieder im Buddhismus sehr schön herleiten, von den Lehren, zum Beispiel von der Zuflucht, wir brauchen nicht nur Bezogenheit oder Vertrauen in andere Menschen, die um uns herum sind, also Vertrauen im Außen. Wir brauchen Eltern, Vorbilder, Menschen, die uns was beibringen. Ja? Ich meine, man braucht sich nur mal hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich für Fähigkeiten? Was habe ich für Fertigkeiten? Was habe ich alles schon gelernt? Und mit wem habe ich das gelernt? Von wem habe ich das gelernt? Da ist man echt, also ich bin da immer sehr dankbar, wenn ich mir das mal wieder überlege, wer mir welche Sachen beigebracht hat oder wer mir Vorbild war in bestimmten Bereichen, wer mich unterstützt hat, wer meine Fähigkeiten gefördert hat oder einem gesagt, ja prima, mach das weiter oder so. Also wir brauchen andere Leute, die uns was beibringen, aber das reicht nicht, dass die da sind und uns das beibringen, wir müssen es dann auch ausprobieren. Und wenn man das ausprobiert, was man lernt von anderen, dann gewinnt man Selbstvertrauen. Ja, im Buddhismus nennt man das Zuflucht im Außen, Buddha Dharma Sangha. Buddha ist das Möglichkeitswesen, der zeigt uns, was alles möglich ist, mehr als wir selber bislang leben. Dharma, das was trägt, wörtlich, das was uns trägt, nicht irgendwelche Schriften. Das was uns trägt, Lehren, Übungen, die uns inspirieren, die uns Mut machen, die uns helfen, Fähigkeiten zu entfalten. Unsere Möglichkeiten überhaupt wahrzunehmen und dann zu entfalten, zu fördern. Und dann sagen sie, und dann braucht man noch was. Es wird vor allen Dingen in der tibetischen Tradition sehr betont. Sie nennen das die geheime Zuflucht. Das klingt so ein bisschen esoterisch nach, da ist was verborgen worden und wenn man brav ist, darf man es lesen, sondern ist nicht gemeint, sondern das ist das Vertrauen in das, was jenseits von Worten ist, was uns trägt. Und das Schöne ist, wenn man wirklich, das haben uns alle guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgelebt, wenn man wirklich genau hinguckt, wenn man das Leben erforscht, wenn man die Dinge erforscht, wenn man alles hinterfragt, kommt man relativ bald an den Punkt, dass man merkt, ich weiß zwar einiges, aber das, was ich nicht weiß, ist viel, viel mehr. Ja, und dann, manche Leute verzweifeln dann und denken, wir müssen jetzt künstliche Intelligenz entwickeln, uns ein paar Chips einpflanzen, damit wir endlich alles verstehen. Das ist Blödsinn. Das ist Kleinkindfantasie. Ja? Wenn wir das Leben, die Dinge, Beziehungen, also ich meine, das kann man auf alle Wissenschaftsbereiche übertragen, wirklich untersuchen. Im Buddhismus tut man das durch Meditation, man hinterfragt sich, man guckt mal, was ist eigentlich ein Gedanke, was ist eigentlich ein Gefühl, wie weiß ich eigentlich, woher weiß ich eigentlich, dass mir was wehtut, ja, was genau gibt mir die Information, wie weiß ich eigentlich, dass ich was verstehe, dass ich was verstanden habe, ja, irgendwie fühlt es sich halt so an, aber wie weiß ich das? Und dann merkt man, man weiß es nicht, man kann es nicht erklären. Aber man erlebt es. Und das kann, wenn, also ich brauchte da Unterstützung von anderen Leuten, die mich darauf hinwiesen, dann kann man, wenn man an die Grenzen des Denkens kommt, ins Staunen geraten, dass das Leben funktioniert, obwohl ich es nicht verstehe. Ich meine, es ist ja interessant, ich kann ja tanzen, obwohl ich immer noch nicht verstehe, wie diese komplexe Bewegung, die eigentlich völlig instabil ist, wie die funktioniert. Ich meine, Gehen ist schon völlig instabil. Ja? Ein Fuß ist immer in der Luft und der andere ist auf dem Boden. Ist völlig instabil, aber es funktioniert. Ab einem bestimmten Alter. Gut, wenn man sehr, sehr klein ist und es lernt, fällt mal ein paar Mal auf die Nase. Aber im Prinzip, ja. Und das kann man auf alles Mögliche übertragen, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt. Ja, irgendwann steht man da und denkt,
mit offenem Mund und staunt nur noch, wie es diese Pflanzen geben kann. Und man versteht ja immer nur einen Bruchteil. Was ist Energie? Was ist Elektrizität? Ja, was sind Atome? Ich meine, Quantenphysik hat uns genug gesagt. Eigentlich können wir nur ein paar Sachen beschreiben, Abläufe beschreiben, ein bisschen beschreiben, wie Elektrizität funktioniert. Aber was es ist, keine Ahnung. Ich meine, unglaublich. Also, und die Buddhisten nennen es dann geheime Zuflucht oder tiefe, unfassbare Zuflucht jenseits von Worten. Man lernt ins Leben, kann man sagen, Vertrauen, ins große Ganze. Obwohl man nicht alles versteht. Und das hat was mit den Grenzen des Denkens zu tun. Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Wir sind ja so unglaublich erfolgreich in den letzten 200, 300 Jahren mit dem technischen Herstellen von tollen Maschinen und von all möglichen Dingen, die uns den Alltag im Prinzip erleichtern. Also ich finde, also ich fand schon Telefon toll und ich fand Fernsehen toll. Wir haben erst 64 einen bekommen, aber fand ich schon ziemlich toll. Kino ist toll. Ja, und heutzutage, ich kann mit einem Freund in Los Angeles kann ich skypen. Ich sehe den ein bisschen zeitverzögert, gell? Aber es geht. Ich finde es schon toll. Oder ich meine, als ich in Indien war, Ende der 70er, musste man ein Telefongespräch anmelden und dann, wenn man Glück hatte, hat es geklappt und dann nach 10 Minuten ist es wieder unterbrochen worden, weil es nicht mehr geklappt hat und so. Aber ja, heute, ich habe gestern jemand in USA eine SMS geschickt und hatte 2 Minuten später oder 3 Minuten später die Antwort. Ich meine, oder ich schicke eine SMS nach Berlin und habe eine Minute später die Antwort. Ist doch völlig abgefahren. Also, und das verführt uns. Wir können machen. Wir können herstellen. Wunderbar. Maschinen. Und jetzt denken wir irgendwann, Beziehungen funktionieren auch so. Ja, man muss doch bloß 1, 2, 3, 4, 5 machen und dann klappen die Beziehungen. Und 1, 2, 3 machen und dann klappt es mit der Gesundheit. Und dann gibt es die Diät, also natürlich auch die Diät vielleicht, oder die Diät. Und irgendwann sitzt man da und sagt, ja, was soll ich denn machen? Jeder sagt, meine Diät funktioniert und macht dich gesund. Ja, aber welche? Ja, und da kommen wir an den Punkt, dass wir mit unserem, ich nenne es jetzt mal das klassische Wort, mit unserem autonomen Persönlichkeitsideal. Ja, also ich kann machen, herstellen, bewirken. Und wir denken inzwischen, dass der Geist und das Herz und die Gefühle und die Sehnsucht und die Liebe genauso funktionieren wie eine Maschine nach dem Prinzip des Herstellens. Ich habe einen Plan, dann nehme ich ein Werkzeug, dann wende ich das an und dann kommt ein Output. Genauso wie ich das haben will. Ja, bei einfachen, trivialen Zusammenhängen klappt es. Aber selbst bei der Elektrizität wird es schon ein bisschen schwierig. Dann klappt es so auf einer einen Ebene. Ja, das Licht geht an, wenn ich auf den Schalter drücke. Ja, aber wenn gerade ein Kabel locker ist oder die Birne das Ende ihrer Laufzeit erreicht hat oder selten in der Schweiz und in Deutschland, in Indien häufig, wenn das E-Werk streikt. Oder die Elektrizität ausfällt, ja? Nichts da mit Knopfdruck und Licht geht an, das ist alles viel komplexer. Und so ist das ganze Leben. Und ganz besonders das Leben der Menschen. Beziehungen, Liebe, Zuneigung, Verstehen, Wertschätzung, miteinander umgehen, ist nicht so leicht. Und wir haben uns mit dem autonomen Persönlichkeit zum einen mit dem autonomen Persönlichkeitsideal zum einen viel Freiheit geschaffen. Ja, man kann ja alles machen, man hat ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, und dann hat man die Qual der Wahl. Ja, was soll ich denn lernen? Also ich glaube, in Deutschland sind in den letzten 5 Jahren die Zahl der Ausbildungsberufe verhundertfacht. Kein Mensch blickt mehr durch, wenn man ein Vorlesungsverzeichnis von irgendeiner Uni oder von einer Fachhochschule anguckt. Man blickt überhaupt nicht mehr durch. Ich verstehe schon die Wörter nicht mehr, was das alles für Berufe sein soll. Und die sind so spezialisiert, dass man sich nur noch in dem Bereich auskennt, aber den Nachbarbereich schon gar nicht mehr versteht. Ja, und wie soll man dann zusammenarbeiten? Wie soll man dann zusammen Probleme lösen, wenn alle nur so
ja, so ganz kleine, parzellierte Bereiche kennen. Und das überträgt man dann auf Beziehungen und denkt, naja, die Beziehung ist ein bisschen schwierig, also müssen wir irgendeine technische Methode entwickeln. Also ich kann das schon manchmal nicht mehr hören, die vielen Vorschläge, wie man gute Kommunikation fördert. Regel 1, Regel 2, Regel 3, Regel 4. Das macht mir 10 Minuten Spaß. Ja, da finde ich das ganz interessant. Und dann denke ich, so möchte ich nicht mit anderen Menschen reden. Ja, immer Regeln. Und da muss ich auf das achten, muss ich auf das achten, muss ich auf das, muss ich Ich-Botschaften senden. Und dann muss ich unbedingt positive Botschaften senden. Und dann darf ich nicht und so weiter. Kritisieren darf man sowieso nicht. Und auf Schwierigkeiten hinweisen am besten auch nicht, weil das ist eine Überforderung und so weiter. Ja. Also wir haben einerseits viel Freiheit, wir können machen, was wir wollen, aber wir haben es fast verlernt, mit anderen Leuten klarzukommen, auszukommen. Und wie schafft man das? Tja, es gibt natürlich kein Heilmittel, kein Allheilmittel. Ich kann es nur ein bisschen erzählen, was mir hilft, welche Arten des Umgehens mit Beziehungskonflikten, mit Einsamkeit, mit Ohnmacht, mit Hilflosigkeit, mit Überforderung mir hilft. Und dann können wir gucken, können Sie gucken, was davon für Sie relevant ist. Also ich gehe davon aus, wir sind soziale Wesen, primär soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen stabile Beziehungsnetze, damit wir uns individuell entwickeln können und in der Lage bleiben, mit anderen Leuten, die auch Individuen sind, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, uns auszutauschen. Und dazu braucht es einen gemeinsamen Grund. Jetzt, wir wissen das, das hat ist eine der Folge der Freiheit, oder Freiheit wurde möglich, weil wir traditionelle Wertsysteme in Frage gestellt haben. Ja, Überlieferung, Brauchtum, Sitten. Ja, ich meine, wer interessiert sich denn noch dafür? Ja, und inzwischen glaubt jeder, was er will. Also ich habe zum Teil Freunde, mit denen habe ich gleiche Altersgruppe, gleiche soziale Schicht. Gut, der war evangelisch, ich bin katholisch groß geworden, kleiner Unterschied. Er ist Schwabe, ich bin aus Baden, ist also ein ziemlich großer kultureller Unterschied. Wir haben, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht mit regelmäßigen Treffen, um uns zu verständigen, was wir unter Transzendenz verstehen. Der hielt es für Geschwurbel. Also Transzendenz, ja, so ein geschwätziges Wort, was doch sowieso nichts bedeutet. Ja? Wir brauchten richtig lange Zeit, um uns zu verständigen. Und es geht ja ständig so, dass man hat keine gemeinsame Tradition mehr, so ein bisschen grob noch vielleicht christlichen Kulturhintergrund, aber da ist ja auch sehr viel Widerstand da und Ablehnung und Missverstehen und Rechthaberei und sonst was. Also, tja, wir haben viel Freiheit und wenig gemeinsame Sprache, wenig gemeinsame Bilder. Tja, und was ist jetzt gemeinsamer Grund? Meine These ist, wenn wir Vertrauen ins Leben haben. Also früher hat man Gottvertrauen gesagt in der christlichen Tradition. Die Buddhisten reden dann von Vertrauen in Buddha-Natur. Ja, mei, weiß man auch nicht so richtig, was das ist. Also Vertrauen in einen nicht fassbaren Grund, in dem wir leben. Und meine Erfahrung ist, wenn man viel hinterfragt und hinguckt, dass man merkt, dass man viel mehr erlebt, als man begreift und immer wieder ins Staunen kommt, dass so viel funktioniert, obgleich wir es nicht verstehen. Also das kann ein tiefes Vertrauen wecken und das kann ein gemeinsamer Grund sein, für Menschen sich dann doch immer wieder zu verständigen. Wenn man so ein irgendwie, ich meine, wir müssen Wörter finden, die uns nicht irritieren. Manche Leute können das Wort Gottvertrauen nicht mal mehr aussprechen, da kriegen sie schon Pickel. Muss man halt Vertrauen ins Leben, Vertrauen ins große Ganze, Vertrauen in die Weisheit in allem und allem, wie auch immer. Also ich habe nichts gegen das Wort Gottvertrauen, das passt irgendwie doch noch. Oder halt Vertrauen in Buddha-Natur, Vertrauen in die Weisheit in allem, Vertrauen ins Leben, wie auch immer. Also ich meine, eigentlich den Frühling.
ist es was ganz Natürliches. Wenn die ganze Natur wieder erwacht und plötzlich überall Blüten sind und Blätter sind und was im Winter so grau und dunkel war, plötzlich eine Fülle produziert. Und da denke ich, ja, irgendwie ist es ein Wunder, dass das immer wieder passiert. Oder wenn ich dann die Blüten sehe oder eine Libelle sehe oder irgendwelche hübschen Vögelchen sehe, dann denke ich, ja, also das kann nicht nur sein, dass die so schön sind, damit das überlebt, damit die Samen irgendwie weitergetragen werden und dass die Vögelchen überleben können. Da ist mehr dahinter. Das ist Fülle, das ist Freude, das ist Überschuss an was auch immer. Weisheit, Energie, Kreativität, Freude, sonst was. Und ich vermute mal, je mehr wir Gottvertrauen haben, je mehr wir dieses Vertrauen in die Intelligenz des Lebens haben, desto eher sind wir in der Lage, auch wenn wir unterschiedlich denken, uns miteinander zu verständigen. Wenn man sich darüber wieder so ein bisschen finden kann, ja, das stimmt irgendwie so. Und ich vermute jetzt mal, je mehr Vertrauen wir in dieser unfassbaren Dimension haben, desto eher gibt es positive Individualisierung und einen verantwortlichen Gebrauch von Freiheit. Und je weniger wir dieses tiefe Vertrauen in das große Ganze oder wie auch immer wir das nennen wollen, desto ängstlicher werden wir und desto schwieriger kommen wir aus, desto schwerer ist es, mit anderen Menschen auszukommen, die halt anders sind. Ich meine, nicht zwei Fingerabdrücke sind gleich in diesem Universum. Und das bei 7 Milliarden Menschen, also zumindest ist die These, dass nicht mal bei eineigen Zwillingen die Fingerabdrücke die gleichen sind, sondern wir sind einfach verschieden. Und das hält man nur aus, wenn man einen gemeinsamen Grund hat, einen gemeinsamen Boden hat. Und es scheint schon zu sein, also das kriege ich in der Schweiz immer wieder mit, das kriege ich mit in Süddeutschland, ich bin halt im Schwarzwald aufgewachsen, in kleineren Gemeinden, in Regionen, wo es noch einen Zusammenhalt gibt über Sitten, also ich weiß, im Schwarzwald ist halt Fasnacht ein großes Band, was alle zusammenhält, immer noch, ja, alemannische Fasnacht oder bestimmte Feste, natürlich auch Sport, ja, Vereine, die regional da sind, wo man sich eingebunden fühlt. Und da kommt man halt auch mit Leuten zusammen, die anders denken als man selber. Aber es verbindet einem was. Oder man singt zusammen im gleichen Chor. Und wenn jemand eine schöne Stimme hat, finde ich die Person erstmal nett, selbst wenn ich sie eigentlich doof finde. Ja? Und dann kann ich die Doofheit oder die Sachen, die ich nicht mag, in Kauf nehmen, weil die Stimme etwas ist, was beiträgt zu einem gemeinsamen, zu etwas Gemeinsamen, was uns allen Freude macht. Also wir brauchen einen gemeinsamen Boden. Und wir brauchen gemeinsame Zusammenhänge mit Kontinuität. Es reicht nicht, ab und zu in ein Lokal zu gehen, wo halt immer Leute sind. Man braucht Kontinuität, damit man die Unterschiedlichkeit aushält. Denn wenn man in Kontinuität mit anderen zusammen was macht, in bestimmten Bereichen gemeinsame Interessen sieht, dann kann man irgendwie halt auch die anderen Seiten, die es halt auch noch gibt, ja, irgendwie in Kauf nehmen. Ja, man muss die nicht alle lieben, selbst in ganz engen, nahen Beziehungen, die uns wirklich am Herzen liegen. Ich glaube, niemand sagt, ich liebe dich hundertprozentig mit allen deinen Facetten. Sondern es gibt immer so ein paar Sachen, wo man denkt, ja, gut, ist halt so, ich gehe damit um. Ja, ist auch ein Abwägen. Es sind so viele Dinge, die wir gemeinsam haben, die wir gemeinsam machen können, also nehme ich halt diese Reibereien und so in Kauf. Manchmal hilft der Gedanke, das haben wir auch alle erlebt, es gibt ja Beziehungen, wo es keine Reibereien gibt. Und meistens sind die langweilig. Und ein tibetischer Lama hat mal gesagt, wenn es unerleuchteten Menschen über längere Zeit gut geht, dann wird es ihnen langweilig. Dann stellen sie irgendwas an, damit wieder was los ist. Und ich glaube das. Also ich meine, das kennt man ja, wenn man so ein bisschen zurückguckt übers Leben. Und es gibt Phasen, da ist einfach
Gleiche Wohnung, gleiche Beziehung, gleiche Arbeit. Ja, war irgendwie so ganz okay. Und dann gibt es Phasen, wo halt Umbrüche waren, Berufswechsel, Beziehungswechsel, Streitereien, mal eine Krankheit oder so. Das sind lebendige Phasen. Da fühlt man sich meistens lebendiger. Wir haben das mal gemacht in einem biografischen Prozess bei einem tibetischen Lama, das nennt sich Tararokpa. Da haben wir uns innerhalb von 2 Jahren rückwärts durchs Leben geschrieben, einfach alles aufgeschrieben, was wir erinnern können. Und dann wieder vorwärts. Und dann wieder rückwärts. Und dann hat er gesagt, wir sollen das bewerten. Dann hat erst die ganze Gruppe gesagt, nein, bewerten ist schlecht. Wir wollen nicht bewerten. Dann hat er gesagt, ja, ist aber günstig, wenn ihr eure Bewertungen bemerkt. Und dann haben wir es gemacht. Wir sollten von 1 bis 10 bewerten. Die Jahre. Immer so pro Jahr. Lebensphase. Mit Leiden, also -1 bis -10 Grad des Leidens und Grad der Inspiration, des Wohlbefindens, des Glücks, +1 bis +10. Und wir saßen hinterher, wir waren über 30 Leute in Berlin, wir saßen hinterher alle mit einem langen Gesicht da und bemerkten, +7 korrespondierte oft mit -5 und +1 korrespondierte mit -1. Also wenig Leiden, wenig Inspiration. Viel Durcheinander, Chaos, Durcheinander. Große Inspiration in manchen Punkten. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber da war eindeutig ein Zusammenhang. Wenn mehr los war, war die Intensität höher und auch die Freude höher. Also wir hätten das nicht geglaubt. Das können Sie auch mal machen. Also ist eine gute Übung, muss man jetzt nicht 2 Jahre lang machen. Aber einfach so mal das letzte Jahr angucken und dann das vorletzte Jahr angucken. Einfach mal so kurz aufschreiben, wo habe ich gelebt, mit wem hatte ich zu tun, was habe ich gelesen. Ist auch ein guter Tipp von dem Lama. Schreibt mal auf, was ihr gelesen habt, welche Musik ihr gehört habt. Man kann auch Bilderalben angucken, wenn man noch sowas hat. Also früher hatte man das, so Alben. Dann habe ich die Alben damals genommen und habe Bilderalben angeguckt. Ach, das war 1964. Ah ja. Und dann zu gucken, wie war die Lebensqualität und was hatte das mit Herausforderungen zu tun. Ist auch interessant. Also da kann man auch nochmal einen anderen Blick werfen. Ja, jetzt nochmal zur Freiheit. Wir können uns immer wieder mal fragen, wovon wollen wir frei sein? Gibt es Beengungen in unserem Leben, Grenzen, Einschränkungen? Und wofür wollen wir frei sein? Und die Buddhisten haben da ein paar interessante Sachen entdeckt, dass äußere Freiheit zwar schön ist, aber leider innere Zwänge oft verhindern, dass wir mit der Freiheit, die wir haben, was Sinnvolles anfangen können. Und das ist jetzt keine ausschließlich buddhistische Einsicht. Es gibt in der griechischen Tradition den Begriff der Muße, also griechisch heißt es Schole. Es ist das Urwort, aus dem Schule abgeleitet wurde. Erstmal lateinisch, Schola, School, Schule. Das ist eigentlich gedacht als ein Ort, wo man frei ist von äußeren und inneren Zwängen, um das zu tun, zu erforschen, was einem am Herzen liegt. Das könnte Schule sein. Wäre doch nicht schlecht. Ja? Schole, Muße. Das Wort Muße, ich meine, für die Schweizer ist es schwer, das zu verstehen, weil ihr das kein Scharf-S habt. Dann lest ihr Musse. Ja, aber es ist Muße. Und die meisten, also 50% der Leute können das Wort nicht mal mehr schreiben. Ich kriege Mails, wo steht, ich habe jetzt mehr Muße im Leben. Die meinen aber die Muße, die einen küsst, ja, die einen inspiriert, wenn man Muße hat. Ja, und die Definition, die mir am meisten einleuchtet, ist von Hannah Arendt, die hat gesagt, Muße bedeutet, wir sind frei von äußeren Zwängen, ich habe keinen Termin, ich habe jetzt einen Tag frei, ja, und frei von inneren Zwängen. Meine Erfahrung ist, wenn man frei ist von äußeren Zwängen,
dann merkt man erstmal die inneren Zwänge. Da haben wir immer denkt man, ich müsste jetzt aber eigentlich und eigentlich sollte ich und außerdem ist mir langweilig und jetzt muss ich irgendwas machen. Und ich meine, unser Eins, wir lieben ja diesen Sympathikus-Modus. Wo ist der Tiger? Jawohl! Und eine große Aufgabe und ich muss mich bemühen und anstrengen und da bin ich. Ich meine, da gehen die Endorphine durch den Körper, da ist was los. Ja. Und wenn da der Tiger nicht da ist, also ich meine, meistens ist er nur eine blöde Bemerkung von jemand oder wir haben ja nicht so viele Tiger bei uns in der Gegend. Wenn da nicht so viel los ist, dann interpretieren, also wenn wir sozusagen in diesen Parasympathikus-Modus kommen, wo es ein bisschen ruhiger ist, das finden wir schon unangenehm. Wir finden es nicht mal mehr angenehm, also so einfach mal schön, wenn man mal nicht so aufgespult ist, sondern wir finden das schon unangenehm. Und dann stellen wir irgendwas an und wir haben ja inzwischen uns so viele Dinge erfunden, dass man dann eben ja, diese ganzen elektronischen Medien benutzt oder laute Musik oder Radio oder irgendwas. Ich meine, gut, Radio hören nicht mehr so viele, aber immer noch welche. Also man macht irgendwas, damit es wieder Reize gibt, dass man wieder in diesen tollen Parasympathikus-Modus kommt. Und das macht krank. Das macht krank. Im Sympathikus-Modus, diesem, wo ist was los? Ja, okay, interessant, ich mache jetzt, ich bin gefordert, ja. Da wird das Schlafsystem abgestellt, ist ja günstig, dass man nicht einschläft, wenn der Tiger kommt. Das Verdauungssystem wird abgestellt, ist gut, wenn man nicht aufs Klo muss, wenn der Tiger kommt, ja, sonst hat er einen nämlich gefressen. Und das Immunsystem wird in der Zeit nicht repariert, weil man, ich meine, man muss ja Energie sparen. Ja, aber wenn man den ganzen Tag in diesem Sympathikus-Modus ist, kriegt man Zivilisationskrankheiten. Immunkrankheiten, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen sind die wichtigsten Zivilisationskrankheiten, die wir heutzutage kennen. Ja? Und es hat nicht nur gesundheitliche Effekte, sondern auch, wenn man in diesem Unruhemodus ist, kann man zwar gut arbeiten, aber nicht auf Dauer. Ja? Man wird dann angestrengt und man wird dann ein bisschen genervt. Und wenn dann Leute kommen und was von einem wollen, was nicht in den eigenen Plan passt, dann gibt es Konflikte. Also diese Schwierigkeiten, mit anderen auszukommen, werden auch dadurch gefördert, dass wir uns zu häufig im Unruhemodus befinden. Zu häufig unruhig sind. Und da kann der Buddhismus wieder sehr viel helfen, wenn er nicht als Optimierungstechnik vermittelt wird, ja, du musst bloß dreimal am Tag 10 Minuten ganz intensiv und ganz hundertprozentig konzentriert diese und jene Methode anwenden, dann bist du rund um die Uhr fit und nicht mehr so erschöpfbar. Also wenn er so gelehrt wird, wird er einfach eingebaut in unser Leistungssystem, aber Buddhismus kann im Prinzip helfen, dass man einmal sich beruhigt, runterkommt und dann diese ganzen inneren Zwänge bemerkt. Und das ist leider nicht angenehm. Deswegen hören viele Leute auch wieder auf zu meditieren, weil das nicht angenehm ist, wenn man dann merkt, Unruhe, Nervosität, dann jibbelt man ja, so auf dem Sitz rum oder möchte schöne Gefühle haben und es klappt halt nicht so schnell und so. Aber meine Erfahrung ist, wenn man sich interessiert für das, was in einem vor sich geht. Also Interesse ist Voraussetzung. Wenn man das sozusagen, ja, das müsste ich jetzt machen, das wäre gut, wahrscheinlich ist es gut, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu, funktioniert es halt nicht. Also man muss, wenn es einem interessiert, kommt man und wenn man ein bisschen gute Begleitung hat und auch ein paar Leute kennt, die auch, das auch probieren und auch interessiert sind, kann man mit der Zeit diese Muster entdecken und diese inneren Zwänge und sie ein bisschen lockern. Und dann kann man, und die kann man auch dadurch ein bisschen lockern, diese inneren Zwänge, diese Abneigung, diese Unruhe, diese, ja, diese Kribbeligkeit, die Nervosität, indem man Dinge tut, die einem aufmuntern. Zum Beispiel Dankbarkeit, Wertschätzung, Freude und, um eine schöne Formulierung zu verwenden, die mir sehr gefällt, wir brauchen Abläufe im Alltag regelmäßig, wo sich eine Beschleunigung nicht lohnt.
die Formulierung von Byung-Chul Han, einem koreanischen Philosoph, der in Berlin an der Universität der Künste lehrt und ein wunderschönes Buch über die Müdigkeitsgesellschaft geschrieben hat und der Burnout interpretiert als unbewussten Widerstand gegen die Leistungsgesellschaft. Dachte ich, echt gut. Unbewusster Widerstand gegen die Leistungsgesellschaft. Ja. Und wir brauchen Abläufe im Alltag regelmäßig, wo sich eine Beschleunigung nicht lohnt. Früher hatten die Leute Hobbys oder sie haben Karten gespielt. Es nützt überhaupt nichts, wenn man schneller Karten spielt. Oder sie haben noch miteinander gesungen. Also ja, es gab halt einen Chor bei der Kirche oder Liederkranz. Bei uns hieß es immer bei den alten Herren, die hatten einen Liederkranz, ja, oder was auch immer. Oder man hat Musik in einer Gruppe gespielt oder so. Da nützt es überhaupt nichts, wenn man schneller singt oder schneller Geige spielt oder so. Oder wenn man sich mit Leuten zum Essen trifft, ganz schnell essen oder ganz schnell reden, das bringt es nicht. Ja? Also man braucht solche Abläufe im Leben, regelmäßig, am besten jeden Tag, wo sich eine Beschleunigung nicht lohnt. Die man einfach macht, und ja, das Bänkchen vorm Haus gibt es ja auch nicht mehr, wo man dann einfach die Seele baumeln lässt und ein bisschen Löcher in die Luft guckt, ja, oder mit dem Nachbar schwätzt. Aber man kann halt versuchen, was einzubauen, was man gerne macht und regelmäßig. Und da kommt man immer wieder runter und dann werden diese inneren Zwänge nicht so massiv. Die werden stärker, wenn man unruhig ist. Und das macht Beziehungen schwierig. Wenn dann alle genervt sind und keine, oder sagen wir mal viele, genervt sind und keine Zeit haben und zack, zack, zack und es muss sofort und ja, kein Wunder, dass viele Menschen sich einsam fühlen. Also es ist nicht einfach, mit anderen Menschen regelmäßig im Kontakt zu sein, wenn man nicht Sachen zusammen macht, die man gern macht. Ja, und das braucht man. Und jetzt, man muss jetzt nicht mit allen Menschen so gut klarkommen, aber meine Faustregel, ich liebe ja Faustregeln, ich bin ja Pädagogin von der Ausbildung her, ich liebe Faustregeln, die man einfach erinnern kann. Ich denke, wir brauchen mindestens 3 Gruppen. Die müssen wir nicht lieben, mit denen wir regelmäßig was zu tun haben. Das kann die Hausgemeinschaft sein, einfach in dem Haus, wo man wohnt, mit einer kleinen Nachbarschaft. Ja? Also und die eine erfolgreiche Gruppengröße seit der Steinzeit sind diese etwa 30 Leute. Ich merke, selbst bei Kursen, mir sind am angenehmsten Kurse mit 30 Leuten, da kann ich nach 3 Tagen, kenne ich alle Namen. Die kann ich sozusagen emotional und kognitiv mitkriegen. Sobald es 60, 70, 80, 90 sind, da kann ich zum Teil das Personal vom Haus und die Kursteilnehmer nicht unterscheiden. Ja? Das sind einfach zu viel. Ja? Also ein paar Gruppen mit nicht mehr als 30 Leuten, mit dem man regelmäßig zu tun hat. Das kann die Nachbarschaft eben sein, das kann eine Sportgruppe sein, das kann eine Wandergruppe sein, mit der man einmal im Monat ein bisschen wandern geht oder eine Meditationsgruppe. Aber eine Meditationsgruppe reicht nicht. Es braucht unterschiedliche Bezüge. Und ich kenne viele Leute, die singen inzwischen in einem Chor, in der Kirche, obwohl sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil einfach das Singen macht ihnen Spaß und sie sind ein guter Chorleiterin. Und es funktioniert, ja, also einfach gucken. Und meine Erfahrung ist, wenn man mit so 2-3 Gruppen regelmäßig Kontakt hat, für manche ist auch noch die Blutsfamilie, wo man sich halt ab und zu mal trifft, ja, dann gewinnt man eine Stabilität im Leben, ein Gefühl von Zugehörigkeit, was unglaublich fördert, dass man sich auch manchmal Sachen traut. Verantwortung zu übernehmen, also sich zu individualisieren und Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich den zentralen Begriff bei der Individualisierung, also so definiere ich das auch für mich. Individualisierung heißt nicht, ich mache immer nur das, was ich will, ganz authentisch, sondern Individualisierung bedeutet letztlich oder bedeutet in einer Dimension, ich bin bereit, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ja, okay, ich. Nicht irgendwie, die Gruppe macht es schon irgendwie, irgendjemand wird es schon machen in der Gruppe, sondern Arbeitsteilung, ich übernehme das, ich stehe dafür und wenn ich nicht weiterkomme, dann sage ich Bescheid und suche mir Hilfe.
Also in der Richtung. Ja, also nochmal. Wir brauchen Gruppen. Wir brauchen Räume, wo wir runterkommen. Zusammenhänge, wo wir uns beruhigen können. Abläufe im Alltag, wo wir uns beruhigen können, damit wir unsere Muster ein bisschen erkennen. Und eine positive Form von Individualität entwickeln können. Dieses Entweder-Oder, ja, also ich bin eine autonome Persönlichkeit, ich brauche niemanden. Ich mache alles selber. Das klingt fast wie Vierjährige oder Fünfjährige. Selber, selber. Oder halt ein bisschen wie Pubertät. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Ja? Also manchmal habe ich das Gefühl, unsere Gesellschaft ist psychologisch ziemlich pubertär. Also zwischen Trotzalter und Pubertät. Ja, so. Und es braucht halt ein paar Erwachsene, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Formen der Beruhigung. Und da finde ich, also ich mache das auch aus dem Grund seit über 40 Jahren, weil ich den Eindruck habe, meditieren hilft mir immer wieder runterzukommen und zu sehen, was brauche ich, was ist mir wichtig. Und da ich ja nicht die Meditation in mir selber ausgedacht habe, sondern sie von anderen gelernt habe, weckt in mir auch immer wieder Dankbarkeit, dass es Leute gibt, die das weitergeben und die das vermitteln und die das kulturell übersetzen. Ja, wir sind ja jetzt in diesem Übergangszeit seit, ja, je nachdem wie man rechnet, 50, 100 Jahren, wo der Buddhismus nach Europa kommt. Und es gibt immer wieder Leute, die den halt kulturell übersetzen, Formen finden, die für uns zugänglich sind. Und das kann sehr helfen. Auch diese übertriebene Ich-Zentrierung, dieses autonome Persönlichkeitsideal zu erkennen und auch zu hinterfragen. Ja, dann fasse ich das nochmal zusammen. Was hilft uns in schwierigen Zeiten, wo wir desorientiert sind oder uns manchmal einsam fühlen, ohnmächtig fühlen, keine Zuversicht haben, wenn wir in die Welt gucken und die politische Entwicklung sehen oder das Klima oder so. Also aus der Traumaforschung, da werden drei Bereiche betont, ich nenne sie nochmal, ich habe über alles schon gesprochen, aber ich fasse es nochmal aus der Perspektive zusammen, da wird manchmal gesagt, wir brauchen zum Verarbeiten schwieriger Erfahrungen. Brauchen wir Freude? Wir müssen in der Lage sein, an den kleinen Dingen des Lebens uns zu freuen. Ich habe angefangen mit der Dankbarkeit für die vielen Bedingungen, die wir haben. Was funktioniert alles in meinem Leben? Welche Probleme habe ich nicht? Wem verdanke ich vieles von dem, was ich heute weiß und kann und leben kann? Das fördert die Erfahrung von Freude. Und aus dieser Erfahrung von Freude entsteht auch Zuversicht, dass man mit anderen Leuten zusammen was bewirken kann. Damit bin ich beim zweiten Punkt, der uns hilft, mit schwierigen Situationen, mit Umbruchzeiten umzugehen. Das sind Beziehungen. Ich habe schon meine Faustregel, wir brauchen mindestens drei Gruppen, mit denen wir mit Kontinuität was zu tun haben. Das muss nicht alle 14 Tage sein. Also wir haben einmal im Jahr Familientreffen. Das reicht. Ich meine das nicht negativ. Nee. Ich meine das nicht negativ, sondern weil wir uns lange kennen, müssen wir uns nicht jeden Monat sehen. Wir kennen uns halt, ja? Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben einen Bezug zueinander. Aber allein dieses, dass wir immer schon beim einen Treffen das nächste ausmachen. Das ist eine schöne, ja, das gibt Stabilität. Und ich weiß, ich kann auch zwischendurch mich bei denen melden. Ja? Oder wenn man in einer Hausgemeinschaft lebt oder in einer Nachbarschaft, die einigermaßen funktioniert, die muss man auch nicht jeden Tag sehen oder alle 5 Tage ein Fest feiern. Da weiß man einfach, die sind da. Und wenn die mich brauchen, dann kann ich was helfen. Und wenn ich meine Nachbarinnen brauche, dann können die mir was helfen. Ja? So, also das können verschiedene Gruppen sein. Und ein gewisses Maß an Sinn im Leben. Das ist schon mehrfach von vielen Philosophen und klugen Menschen formuliert hat. Wer ein
Warum hat, erträgt ein jedes Wie, Nietzsche. Ja, das gibt es in vielen Varianten. Wenn ich mir eine schwierige Situation erklären kann, das muss nicht stimmen, die Erklärung. Aber wenn sie mich beruhigt, dann hat sie ihre Funktion erfüllt. Und die meisten Erklärungen stimmen natürlich alle nicht hundertprozentig, weil sie immer nur einen Teil der Situation beschreiben. Aber wenn das die Funktion hat, dass es mich beruhigt und mich dazu bringt, zu sagen, ja, so ist es jetzt und jetzt mache ich das Beste draus, dann ist es sinnvoll. Ich habe jetzt vergessen, wer das war. Ich glaube, Odo Marquardt, ein Philosoph, hat gesagt, es ist günstig, wenn wir uns mit Gedanken beschäftigen, die eine Relevanz für unseren Alltag haben. Ich gedacht, das ist auch gut. Ja, also nicht alle möglichen Gedanken, sondern ein paar Gedanken, die eine Bedeutung haben, wenn ich in einer Situation Schwierigkeiten habe. Ja, das ist gut, wenn man ein paar Gedanken erinnert und ich finde da bestimmte buddhistische Gedanken hilfreich. Ja, Mai, rechne mit Problemen, denn natürliches Leiden gehört zum Leben. Warum? Ja, weil sich alles immer wieder verändert. Ja, warum? Ja, weil alles so komplex ist, dass niemand alles in den Griff kriegen kann. Das finde ich sehr tröstlich. Manche Leute ärgert es, weil sie denken, man müsste alles in den Griff kriegen können, aber ich glaube das nicht. Also ich meine, schon eine Gruppe von 20, 30 Leuten zusammen sind so komplex, dass niemand die kontrollieren kann. Selbst früher hat es nicht geklappt mit einer starken Autorität. Da haben die Leute sich halt angepasst, aber dann haben sie doch irgendwie gemacht, was sie wollten, irgendwie so. Ja? Also man kann nicht mal 3 Leute kontrollieren. Ja? Also von daher mit Freundlichkeit, mit Geduld, also ich meine, die ohne Westlichen kennen die meisten. Wenn es gut läuft, Freundlichkeit, Liebe, Freude, Mitfreude. Wenn es schlecht läuft, Mitgefühl und Gleichmut aus Einsicht, dass das Leben eben komplex ist. Sich alles wandelt und natürliches Leiden dazu gehört. Wir leben in schwierigen Zeiten, aber wir sind in der Lage, Beziehungen aufzunehmen und sie zu pflegen. Und das brauchen wir, damit wir auch unsere Freiheit verantwortlich leben können. Das wär's für heute Abend. Gut.